Okay, jetzt zeige ich euch mal, wie ich den neuen YouTube-Kanal, also ich finde ihn jetzt ganz toll. Man kann zwar immer noch mehrere Videos hochladen, aber irgendwann einmal wird es auch aufhören. Ich hoffe, das hört nie auf. Ich kann aber nicht zwei Videos auf einmal bearbeiten, wie ihr das in den anderen Clips gesehen habt, wo ich da gebaut habe. Also erst einmal eine Playlist anlegen, das kann man auch beim Hochladen machen. Ich habe hier schon eine vorbereitet hier mit einem Titel hier. Und da will ich jetzt halt den Abspann reinmachen, also die Werbung und auch damit man mich abonniert, eventuell. Also ich klicke einfach das hier drauf, auf Play. Das hat schon jemand gesehen. Okay, gut. Ich mache hier auf Video bearbeiten. Background Music, nicht wahr? Okay, hier ist es alles, da kann ich noch was bearbeiten, wenn ich möchte, wie auch immer. Gut, dann gehen wir hier links auf Editor. Und jetzt bin ich hier. Und hier ist mein Film jetzt. Hier brauche ich bloß hier unten anklicken auf dieses Plus, da ist Element hinzufügen. Und ich will die Playlist hinzufügen. Die ist automatisch, wird alle Playlisten hier gleich angezeigt. Normalerweise könnte ich hier oben den Link einkopieren, wo meine Playlist schon existiert. Und dann habe ich das hier. Aber ich kann hier das schon anklicken, weil ich das hier will. Und außerdem noch hier, weil ich Abonnement haben möchte, auch anklicken bei dem Plus. Und das ist hier rechts schon bei dir sind da. Da kann ich hier jetzt halt anklicken. Und ab hier fängt an der Film. Also ich kann jetzt halt hier Player machen. Der läuft jetzt halt. Und hier sind jetzt halt mache ich Stopp. Mein Pause, mein Abonnement ist hier und das ist meine Playliste. Ich konnte das aber auch, wenn es noch nichts da ist, da brauche ich bloß hier anklicken, so, und dann ist das gleich hier vorne angelegt. Also das kann ich hier nach unten verstellen und das hier kann ich auch ganz nach hinten so einstellen. Und dann lasse ich es einfach play und es hat sich automatisch hier gleich vorne hingestellt. Und hier läuft jetzt der Film und das war es dann auch alles. Und dann brauche ich nur noch hier, ich kann auch auf Pause machen. Oder auf Speichern hier klicken und jetzt ist es eigentlich fertig. So, jetzt kann ich hier gehen, weil hier links hier steht der Video, mein Titel und hier oben Kanal Video, da würde ich anklicken, zum Beispiel jetzt wie jetzt, wenn sie da sind. Hier sind aber andere Clips da. So, dann kann ich hier weiterhin bearbeiten, wenn ich möchte, indem ich einfach auf den Bleistift klicke und dann bin ich wieder im Editorial. Und das war's.